Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Deckidee bei Magic the Gathering. Ich gehe hier erstmal auf meine Decks und wir spielen mit der Mechanik mit Survey. Das ist aus einer bestimmten Edition und zwar aus, jetzt muss ich selber nochmal kurz nachgucken, wie die heißt. Im Store sehen wir das, wo wir die Packs hier kaufen können. Ravnica ist das, genau. Genau, die Gilden von Ravnica aus der Edition ist das. Ja, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und da gibt es diese Mechanik mit Survey. Survey bedeutet, dass man die oberste Karte der Bibliothek anschauen kann und dann entscheiden kann, ob man die Karte oben lässt oder auf dem Friedhof legt. Also eigentlich sehr, sehr ähnlich zu Scry. Allerdings bei Scry legt man es ja unter die Bibliothek, hier legt man es dann in dem Fall auf dem Friedhof. Und ja, wir haben eben sehr, sehr viele Sachen, die irgendwie was mit Survey machen. Hier zum Beispiel Survey 2, Survey 1, Survey 1 und so weiter und so fort. Und dann haben wir andere Effekte, die darauf triggern, wie hier. Immer wenn wir Survey zum ersten Mal im Zuge machen, dann erhält der Gegner einen Schaden und wir bekommen ein Leben dazu. Oder... Na, wo haben wir denn unseren... Hier, genau. Der bekommt immer eine 1-1-Marke, wenn wir Survey machen und... Oder überwachen, wie es auf Deutsch heißt. Und wenn er 3 1-1-Marken oder mehr hat, dann kann er auch angreifen und ist eben kein Defender mehr. Oder hier zum Beispiel auch ähnlich, bekommt auch +1/+1 Marken für Survey, hat fliegend und Bedrohlichkeit. Ja, und das ist eigentlich die ganze Idee, die dann dahinter steckt, hinter Survey. So, das war jetzt, glaube ich, relativ weit unten. Hier. Wir haben gerade mit 2 Mana, nicht so viel, ist aber okay. Wir behalten das mal, weil wir haben... beide Farben und wir ziehen ja dann hoffentlich demnächst auch wieder was. Ich spiele jetzt erstmal ein blaues und spiele dann die Karte, die ich vorhin schon angesprochen habe, der dann 1-1 Marken bekommt dadurch. Supi. Dann spielen wir den hier, der macht immer Survey, wenn er angreift. Der Gegner ist nicht noch unschlüssig, was er tut. Im nächsten Zug würde ich die Desinformationskampagne spielen. Wenn das eine Verzauberung, die ins Spiel kommt, da dürfen wir eine Karte ziehen und der Gegner muss eine abwerfen. Und der Clou dabei ist, immer wenn wir Überwachen machen, also Survey, dann dürfen wir die Karte wieder auf die Hand zurückbringen. Tja, das ist jetzt natürlich schade. Flying Death Touch Haste, dann würde das hier nicht gehen. Aber wir spielen jetzt trotzdem mal die Desinformationskampagne. Und der Gegner muss sich jetzt entscheiden, was er abwirft. Wir lassen es mal angreifen, weil die Kreatur ja schwächer ist. Die wird jetzt gleich sterben. Okay, ja gut, er zerstört sie auch so. Naja, dann ist das eben so. Bringe jetzt einfach den gleichen hier nochmal. Genau.
Und next to combat, wir können nicht angreifen und der Gegner darf jetzt erstmal wieder. Soll er jetzt mal machen von mir aus. Jetzt rüstet er die Kreatur aus. Ach ja, der Effekt triggert jetzt schon, ne? Okay, ich bring die Kreatur jetzt erstmal zurück auf die Hand. Und auch ein Survey-Effekt. Ja, können wir mal lassen. Kommt die Desinformationskampagne zurück? Okay. Spielen die Länderkarte? Gegner muss wieder eine Karte abwerfen. Top. Ja, den könnte man nächste Runde spielen. 6-6 fliegen Trampel. Der macht jetzt erstmal noch nichts weiter, deswegen. End Turn. Er hat jetzt 2-2 Todesführung, naja, okay. Dann ist das so. Und dann spielen wir jetzt die Karte mal. Okay, der macht wieder das Foretell. Interessant. Dann nehmen wir die Fähigkeit hier. Wir bezahlen 2 Leben. Und gucken mal. Das sieht doch gut aus. Survey 2. Da hätten wir nochmal die Desinformationskampagne. So viel Mana habe ich jetzt aber gar nicht, dass ich die jetzt so dauernd spielen könnte. Machen wir mal so rum. Dem fehlt immer noch eine 1-1 Marke zum Angreifen, okay. Ich spiele die Desinformationskampagne nochmal. Wir ziehen wieder eine, Gegner wirft wieder eine ab. Und da können wir jetzt nochmal 2 Leben bezahlen. Machen nochmal Survey 2. Das können wir eigentlich auch so lassen, glaube ich. Ein bisschen mehr Mana wäre vielleicht noch ganz schön. So, 3. Allerdings könnten wir hier diese Fähigkeit noch mit Counter-Target-Spell. Das fände ich ganz gut. Ich greife mal mit allen an. Wenn er einen rausnimmt, ist okay. Aber Death Touch stört halt. Würde er wahrscheinlich auch so machen, aber dann haben wir das Feld auch erstmal weg. Next to damage, ja. Korrekt. Und wir lassen es jetzt dabei mal, weil wir können ja hier noch den Spell kontern. Und dann hätten wir ihn in der nächsten Runde weg, weil wir ja mit 11 angreifen. Er spielt jetzt und wir machen natürlich Counter-Target-Spell. Survey lassen wir natürlich.
Jetzt noch eine 1-1-Marke. Und jetzt sind wir dran. Ja, jetzt kann er nicht mehr viel machen, ne? Greifen jetzt mit beiden an und dann wird er jetzt weg sein. Genau. Ja, da gibt es, glaube ich, jetzt nicht so sonderlich viel zu erklären dazu. Das ist eben dieser Survey-Effekt. Dann vielen, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel. Lasst mir gerne Feedback dazu da. Auch was ihr noch für Ideen habt, was für Deck-Vorschläge ihr habt, was ihr auch gerne spielt. Lasst mich gerne wissen, schreibt es gerne unter diesem Video rein und bis zum nächsten Mal.